Heute geht es um die Folge Einbruch im Hause Königlich. Viel Spaß beim Zuschauen. Abonniert! Weißt du, der Boss hat gesagt, ich soll hier die Tasche nehmen und da verstauen wir dann das ganze Geld. Und hier diese Hacke. Ja. Ja, genau. Und wir machen gleich eine fette Beute hier. Guck mal, das Haus, das sieht total, Wer ist denn total. dieser rote Gaul da unten? Da gibt es so viel zu holen in dem Haus. Oh, ich sehe das schon so viel. Den müssen wir als Geisel nehmen, den roten da, den dicken. Naja, so, lass uns mal anfangen, den Einbruch hier zu machen. Ja, komm, wir krabbeln da langsam rein. Ja, jetzt Beeilung und jetzt nicht so laut. Wir müssen das ganz vorsichtig machen. Wenn uns hier jemand hört, dann sofort. Was war das? Ich hab schon was gehört. Meine Güte, man kann doch nie in Ruhe hier schlafen. Leise sein, sonst hört er uns. Mama? Ja, was ist? Mama, wo ist denn die Babykuschelecke? Also die Babykuschelecke, wo Paul immer drin gesessen hat und als er geweint hat und wo er sich immer versteckt hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau, ich weiß, was du meinst, aber die ist im Keller und ich hole es gleich. Brauchst du es jetzt sofort? Ja, Mama, ich brauche das Geigel! sofort. Ich will damit was Ui, machen. Okay, ich hole es dann gleich. Was ist denn los, Emily? Ach, Paul, wo ist denn die Emily hin? im Bett. Ach, die liegt noch im Bett. Jetzt habe ich dich gerade verwechselt. Ach ja. Alala! Babyecke kaputt Ja, machst. Oder will was es nicht damit kaputt machst. machen, aber ich bring's ja gleich hier, damit er damit was machen kann. Ui, Da ist die Babykuschelecke. Ich habe sie schon mal gebracht. Ja, also Kinder. Ich wollte euch noch was sagen. Nadja? Nadja? ja. Wir müssen doch gleich weg. Ich muss den Kindern das noch sagen. Also Kinder, was ich noch sagen wollte, ich und Nadja, wir müssen gleich weg. Und zwar für 15 Minuten müsst ihr hier im Haus ganz alleine bleiben. Okay? Okay. Und zwar kommen wir dann nach 15 Minuten wieder. Aber was ich dich fragen wollte, Gregor, was willst du eigentlich mit der Kuschelecke machen? Ach Mama, das ist zum Spielen. Das brauche ich. Du bist kein Baby. Wo bin ich? Da! Was damit ich machen? Das ist meine Babykuschelecke und du bist kein Baby mehr. Also, Kinder, wir müssen dann los. Ich hoffe, in den 15 Minuten wird nichts passieren. Komm, Nadja, wir müssen, sonst verpassen wir den Termin. Los geht's. Paul, hast du das gerade gehört? Die haben irgendeinen Termin. Wo gehen die eigentlich hin? Eine bessere Frage. Was machst Oh Mann, ich habe dich was anderes gefragt. Die Babykuschelecke, die brauche ich. Das sage ich keinem, was ich damit mache. du mit dieser Babykuschelecke? Wieso muss ich denn allen davon was erzählen? Es ist meine Babykuschelecke, Gehst du da so. rein? Das ist meine! Oh, jetzt fängst du damit an. Guck mal, die Emily, die schläft ja noch. Wir dürfen hier nicht so laut sein. Also, beruhig dich jetzt. Wo ist eigentlich der Valentin? Wieso kommt er denn nicht, der Papetin? Irgendwie ist die Kuschelecke ganz schön klein geworden. Ich passe ja gar nicht mehr rein. Oh nein, es reißt hier hinten schon. Oh, 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 oh. Ah, jetzt bin ich da runtergeflutscht. Oh, die Kuschelecke, die ist so
doof. Ist voll kaputt gegangen. Oh Mann, wenn das jemand sieht. Gregor! Oh nein. Jetzt hat das auch noch jemand gemerkt. Gregor, du hast das kaputt gemacht. Oh Mensch, Paul, musst du denn so rumheulen hier? Das ist doch nicht so schlimm. Ja, das ist doch alles nie so schlimm. Ich wollte es doch gar nicht kaputt machen. Kann ich doch nichts für, dass das Ding zu klein geworden ist. Ach Mann. Du weißt doch sowieso, dass du kein Baby bist. Komm, wir gehen zum Valentin. Also, der Valentin, der wollte doch schon kommen. Und wir wollten doch zusammen noch was Spannendes spielen. Wo ist er denn? Aua! Wieso schubst du mich? Die Babykuschel-Ecke kaputt gemacht. Ja, jetzt ist aber gut. So, komm, wir gucken, wo der Gregor, sag ich schon. Ich such mich doch nicht, wo der Valentin ist. Du bringst mich ja total durcheinander hier. Komm, gehen wir mal in sein Zimmer. Los! Ich bin jetzt in meinem Versteck hier oben. Hä? Wer sind denn die zwei? So, jetzt müssen wir das Haus ausrauben. Ja, genau. Ich muss ganz leise sein. Sonst hören sie mich. Ich habe da gerade was gehört. Ja, ich auch. Ich glaube, da ist auch jemand zu Hause. Das haben wir vorhin auch schon gehört, ne? Ja. Valentin, komm, wir müssen schnell runter. Was ist denn los, Gregor? Wieso machst du denn so einen Stress? Ich bin hier so, bin gerade erst aufgestanden. War so ganz gemütlich im Bad noch. Hab noch ein bisschen geschlafen. Valentin, ich kann es nicht laut sagen, aber wir müssen hier schnell runter. Komm, entweder kommst du schnell mit oder es gibt Ärger. Ja, was für ein Ärger? Was erzählst du denn da? Na gut, ich komme hinter dir. Du muss mal schnell anrufen. Schnell, schnell die Polizei anrufen. Ja, welche Nummer haben die denn? Ist die denn nicht gespeichert bei mir im Handy? Doch, da guck auf Wählen. Ja, ich guck ja schon. Ach ja, da ist die ja schon. So, jetzt rufe ich da mal an. Warte mal, Gregor, bevor du anrufst. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Weißt du, Tim, Matze und Tatjana sind da doch noch. Ja, aber wir müssen anrufen. Wenn wir warten, das wird zu spät, sonst wird es noch schlimmer. Wir holen die dann. Ja, holt mal. Ich rufe aber trotzdem jetzt schon mal an. Ja, zum Glück ist Köchin ja auch weg. Die ist ja beim Kochclub. Ding dong, ding dong. Ja, hallo? Ja, ich bin der Gregor. Bin ich hier bei der Polizei? Ja, hier ist die Polizei. Und zwar haben wir hier Einbruch in der, also im Hause von Familie Königlich sind Einbrecher auf dem Dach. So, kommen Sie schnell. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja, wir kommen sofort. Wissen Sie, welche Straße das hier ist? Ja. Gut, okay, dann bis gleich. Die kommen ja bald rein, deswegen müssen Sie sich beeilen, okay? Ja, aber ihr habt ja zwei Häuser, deswegen bleibt besser auf dem Haus, wo die nicht sind. Kann gefährlich werden. Ja, aber die können ja schnell rüberklettern, wenn die schon drin sind. Die zwei Häuser, die sind ja verbunden. Also, beeilen Sie sich. Tschüss. Tschüss. Hier alle in diese Ecke kuscheln. Was ist denn los überhaupt? Ich habe nichts verstanden. Einbruch. Ach du meine Güte. Was heißt das denn? Ja, bei uns wird jetzt eingebrochen. Da sind Diebe und die wollen jemandem das Geld stehlen. Wir haben doch gar kein Geld. Was wollen die denn hier? Die sollen doch hier verschwinden. Also doch, wir haben ganz viel Geld. Also, das ist doch nicht euer Ernst. Die sollen mal hier weggehen. Wir sind doch Kinder. Trotzdem, immer wenn Eltern weg sind, kommen sie am meisten. Sie können auch jemanden ja nehmen.
Ja, aber als Geisel. Das kann nicht wahr sein. Ich finde das gemein. Das gibt's doch nicht. Aber sie können jemanden als Geisel nehmen. Deswegen, pscht. Ja, wir müssen jetzt ganz leise sein, Valentin. Quatsche nicht so viel rum. So, und ja, Team, alle hier, die im Hause sind, sind alle da oder haben wir jemanden vergessen? Jetzt müssen wir mal zählen, wer ist alles hier? Wir haben Lulu vergessen. Was haben wir, wem? Lulu. Lulu, wo ist denn Lulu? Da. Ach so, dein Spielzeug. Ja, ja, dann nehmen wir dazu. Aber ich glaube... Hallo, unsere Spielzeuge. Ich glaube, ich gehe mal gucken, was die da machen, die Diebe. Ja, ich gehe mal gucken. Hä? Wieso habt ihr jetzt die ganzen Spielzeuge hier drin und die ganze Decke? Ich kapiere gar nichts mehr. Was soll das werden? Das sind auch Lebewesen und die Decke kann uns auch verstecken. Aber die wird uns ja nicht schützen. Ich muss mal gucken gehen. Och, mein Gregor. Ding, 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 ding. Das Telefon klingelt. Ja, ich muss mal rangehen. Mhm. Ist da jemand? Ja, hallo, hier ist Familie Königlich. Hier ist die Polizei. Ja, was ist denn los? Also wir können jetzt nicht kommen, weil wir haben hier vor Ihnen noch einen anderen Einbruch zu erledigen. Und das dauert ein bisschen. Oh nein. Ja, sobald wir fertig sind, schicken wir sofort jemanden los. Bitte halten Sie noch durch. Ja, aber wir sind doch Kinder und wir sind alleine hier. Das gibt's doch gar nicht, dass da ein anderer Einsatz wichtiger ist als wir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wir können aber jetzt auch nichts dafür. Bitte versteckt euch in vielen... Ja, irgendwo versteckt ihr euch bitte, denn dann können sie uns nicht finden, weil als Geisel kann ja jeder jemanden nehmen. Und ja, bitte seid vorsichtig. Wir kommen dann, wenn wir kommen müssen und können. Ja, sagen Sie mal, das gibt's doch gar nicht. Wir können jetzt nichts dafür und wir müssen jetzt zu diesem anderen Einbruch. Wir sehen uns danach. Alles klar, tschüss. Okay. Jetzt habe ich endlich schon einen Weg gefunden, hier das aufzuhämmern mit diesem Teil. Genau, jetzt sind wir endlich in dem Haus drinne. Jetzt können wir uns ein paar schöne Sachen schnappen. Da hier ja auch die Königin wohnt, haben sie bestimmt doch viel Kohle. Ja, und viele wertvolle Sachen vor allem. Schau dir mal dieses Bad an. Hier gibt's auch so viel. Zum Beispiel hier, dieser rosane und dieser goldene Kamm. Das ist schon echt viel. Ja, das schnappen wir uns. Ja, lass uns doch mal gucken gehen, was es hier noch so alles gibt. Oh nein. Hoffentlich merken die nicht, dass ich hier sitze. Oh, ich hab Angst. Bin mutig und werde gleich wegrennen. Ich schaff das. Also, Kinder, ich hab grad die Einbrecher gesehen. Sind die schon im Bad? Ja, ich kann doch nicht mal reden. Die sind schon im Bad. Oh, hier, ich habe die gesehen. Die sind auch bewaffnet. Oh, wir müssen ganz leise sein. Sonst... Oh, jetzt oh, beruhig dich. Sie können ich weiß nicht, was jetzt kommt. Aber oh, wir müssen Gregor, ganz leise sein. Gregor, beruhig dich. In dieses Haus können keine Diebe kommen. Deswegen müssen wir auch in diesem Haus bleiben. Ich kann immer und nicht ins nicht andere fassen, dass die hier drin sind. Und die wollen alles klauen, alles, alle wertvolle Sachen. Das haben die gesagt. Oh, beruhig dich jetzt mal. Ansonsten gibt's gleich etwas auf die Klappe. Oh, ich muss in die Ecke. Nein, ich. Ich muss in die Ecke. Aber die Babys sind wichtiger. Nein, ich bin die Wichtige. Ich hatte am meisten Angst. Sag mal, Leute, was
was ist das hier? Und was ist mit mir? Ich bin ja ganz in der Ecke. Ich bin hier draußen. Das kann aber nicht wahr sein. Kein Platz für mich, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Also daran sowas. Ist Gregor schuld. Also Gregor, du gehst ja jetzt weg und ich komm dahin. Und zwar sofort. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kann mich doch nicht hier alleine stehen lassen. Ihr seid ja alle in der Ecke drin. Ich bin hier alleine. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Also tschüss.